Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Heute geht's aufs Dach von Fort Dragon und dort werden wir uns dem Erzdämon stellen. Bin da echt mal gespannt. Könnte ein ziemlich harter Kampf werden. Und, oh, da fliegen schon die Toten. Und da haben wir ihn. Ein garstiges Biest. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Na dann mal los. Wird nochmal gespeichert. Und wir nehmen hier die Magier vom Turm der Magie zur Verstärkung. Das ist eigentlich die optimale Wahl hier. Alistair geht vorweg. Nee, Morrigan muss ein bisschen am Rand. Sicherheitsabstand, Wind natürlich auch. Das ist echt kein leichter Kampf. Da muss man wirklich aufpassen. Versuch's jetzt mal so wenig wie möglich mit Unterbrechung zu machen, also nicht ständig Pause drücken. Ich hoffe, ich krieg's hin. So, der Erzdämon, der flattert hier von einer Seite zur anderen. Müssen wir ein bisschen hin und her laufen. Oh. Ja, der macht ordentlich Schaden. Er ist nicht umsonst der Oberbösewicht. So, wo ist er denn? Ah, da oben. Dann Alistair hinter. Aber wir haben ihn schon ein bisschen was abgezogen. Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Oh, da fliegt er schon wieder weg. Hier ist er. Ja, schön eingefroren. Tja, der ist so groß, der passt gar nicht richtig ins Bild. Al-Imen hilft uns übrigens auch und der erste Verzauberer Irving ist ja auch irgendwo mit dabei. Oh, wir haben schon über die Hälfte weg. Jetzt ist er da hinten aber auf so einer Plattform. Kommen wir nicht dran. Könnten ihn zwar mit so einem Katapult beschießen, aber jetzt hat er seine Schergen hier. Die Leute der dunklen Brut hergeschickt. Ach, was heißt die Leute? Ja, die Holocs. Gedlocks. Was auch immer. Kreischer sind dabei. Die müssen jetzt als nächstes aufs Korn nehmen. Was natürlich nebenbei immer noch gefährlich ist, dass der Erzdämon, ja, irgend so ein Flammenarten ist, vielleicht keine richtigen Feuerflammen, sind eher so eine, weiß ich nicht, so ein Schattenschaden oder so. Sieht man da diese blau-bläulichen, was auch immer das ist. Da sollten wir nicht allzu lange drin rumlaufen. Gute ist ja, da unten sieht man auch, dass die Magier, die uns hier unterstützen, weiterhin auf den feuern. Wir können jetzt hier ganz in Ruhe die dunkle Brut auseinandernehmen. Naja, auseinandernehmen ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Wir versuchen halt zu überleben. Im Moment klappt es ganz gut, also allzu oft brauche ich jetzt nicht Pause drücken. Bin ich auch ganz froh drüber, weil das ist jetzt schon mein dritter Anlauf hier und zweimal vorher ist mir das Spiel mitten im Kampf abgestürzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich hin und wieder mal Pause gedrückt habe. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir kommen hier durch. So wie es aussieht, ist das hier der letzte auf dieser Seite. Jawohl. Sieht sehr gut aus. So, komm, schnell auftauen, Jungs. Und jetzt gucken wir mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Worauf feuern die Magier hier? Ah, da hinten ist auch dunkle Brut. Da ist der Erzdämon.
immer noch auf seiner Plattform. Ja, jetzt sieht man schön seine komischen Schadensdinger, die er hier auf uns loslässt. Was immer das auch ist. Hier oben mit dieser Ballista kann man auf ihn schießen, allerdings. Ja, jetzt ist er schon weg. Okay. Wir haben die dunkle Brut hier ausgeschaltet. Der Erzdämon ist wieder im Kampf. Das ist natürlich gut. Können wir auf ihn draufkloppen. Alles, was geht. Und nicht vergessen zwischendurch immer Tränke und gut heilen von Vin. Aber es sieht gut aus. Oh, jetzt fliegt er weg. Wo ist er hin? Ah, da ganz oben. Alle hinterher. Ja, ein Teil unserer Magier hat es auch schon umgehauen. Gar nicht gut. Wie viel hat er noch? Ich glaube, ein Viertel live so ungefähr. Ah, noch wenige. Komm, Endspurt, Jungs. Tod dem Erzdämon. Ah, verdammt, hier ist auch noch wieder dunkle Brut zwischendurch. Egal, versuch drauf zu kloppen. Ja, schön eingefroren. Alle Fähigkeiten durchrattern hier. Ist aber auch ein Riesenvieh. Ah, viel Life hat er doch nicht mehr. Gib Gas. Oh, das war ihm knapp. Komm nicht richtig ran. Morgen, schnell nochmal ein bisschen heilen. Ah, ich glaube, wir haben ihn. Das ist doch eigentlich schon immer der Finishing Move. Und zack. Der Drachenreiter. Ei, was ist das? Er liegt. Ist er auch tot? Was kommt nun? Nee, der zuckt noch. Das war noch nicht alles. Ah, Pyronos schnappt sich ein Schwert und gibt's jetzt den Todesstoß? Ja, sieht ganz so aus. Das könnte's doch schon gewesen sein. Jawohl. Wow, was für ein Lichteffekt. Da verlässt, glaube ich, die Seele oder diese Essenz. Verlässt den Erzdämon. Tja, Alistair guckt. Er kann sich vielleicht auch denken, dass wir durch Morrigans Ritual hier geschützt sind. Wow, was für eine Explosion. Ich glaube, das hätte man normal nicht überleben können. Und die dunkle Brut, die flieht. Jawohl, hier, Bantigen. Haben wir es gepackt? Es sieht ganz so aus. Oder, was kommt nun? Ich hoffe, wir haben es auch überlebt. Und dann war es vorbei. Der Tod des Erzdämons war das Ende der dunklen Brut. Und das Gros der Bestien floh zurück in die tiefen Wege. Natürlich würden sie auch in Zukunft gefährlich sein. Doch der Verderbnis war Einhalt geboten worden, bevor sie richtig begonnen hatte. Ferelden war gerettet und das ganze Königreich feierte ausgelassen sein neues Königspaar. Die grauen Wächter waren reingewaschen
Und ein neues Zeitalter hatte begonnen. Aber um welchen Preis? Tja, um welchen Preis? Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass Alistair und Enora tatsächlich geheiratet haben. War ja nicht wirklich zu erwarten, dass es so weit kommt. Alistair hat sich ja auch lang genug gesträubt. Und was kommt nun? Freunde, wir sind heute zusammengekommen, um jene zu feiern, denen wir unseren Sieg verdanken. Von allen Kriegern, die sich der dunklen Brut in Denarim entgegenstellten, verdient ein Held besondere Anerkennung. Jener Streiter, der den entscheidenden Angriff auf den Erzdämon anführte, weilt immer noch einem leuchtenden Vorbild gleich unter uns. Bürger und Bürgerinnen, bejubelt nun mit dem Helden von Ferelden, den ersten grauen Wächter seit Garahel, der die Verderbnis besiegte. Hurra! Alsdann. Es ist schwer vorstellbar, wie ihr Ferelden noch besser hättet dienen können. Ich denke, ich bin euch dafür etwas schuldig. Gibt es einen Wunsch, den euch der König Fereldens erfüllen kann? Er ist schon gewährt, wenn es in meiner Macht steht. Oh, ich wüsste da schon was. Aber mal sehen, was haben wir denn hier zur Auswahl? Nö. Hau haben wir schon bezahlen lassen. Ich nehme dies hier. Die Opfer der Wächter sollten nicht wieder vergessen werden. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, wir können mit einem Mahnmal hier in Denarim beginnen. Zu Ehren der grauen Wächter, die ihr Leben ließen. Danken, Riordan, für sie alle. Außerdem wird es Zeit, dass unsere Scholaren mehr über die dunkle Brut in Erfahrung bringen. Schließlich werden wir sie weiter bekämpfen, hier und bei den Zwergen. Lasst alle wissen, dass das Aaltum Amaranthin, das einst Aalhau sein Eigen nannte, den grauen Wächtern zugesprochen werden soll. Dort können sie sich sammeln und dem Beispiel all jener folgen, die ihnen vorausgingen. Was habt ihr für Pläne? Bleibt ihr bei den grauen Wächtern? Das weiß ich noch nicht. Ja, ich werde vielleicht Morrigan suchen. Wie man sieht, die ist da unten nicht dabei. Sie hatte ja gesagt, sie wird direkt nach der Schlacht verschwinden, um das Kind auszutragen. Ich hatte den Eindruck, sie will gar nicht gefunden werden, aber ich verstehe euch. Draußen wartet eine Schar Bürger darauf, einen Blick auf ihren Helden zu werfen. Ihr solltet euch sehen lassen, bevor sie den Palast stürmen. Sagt es der Wache am Tor, wenn ihr bereit seid. Will ich das wirklich? Ich bin doch kein Promi. So, Quest ist absolviert, der Erzdämon wurde besiegt, die Völker Fereldens können nun in Frieden leben. Wir haben es also geschafft. Lang genug hat's gedauert. Ah, Codex über Morrigan. Nach der Schlacht verschwand sie. Klar, das hatte sie ja auch angekündigt. Sie meinte ja auch, wir sollen sie nicht verfolgen. Mal sehen, ob wir das wirklich tun werden. Okay, jetzt können wir hier mit unseren Leuten nochmal sprechen. Das würde ich aber dann gern beim nächsten Mal machen. Für heute bedanke ich mich an dieser Stelle. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.